Hallo und herzlich willkommen zum War Wednesday. Wir spielen wieder das Spiel Call of Duty Modern Warfare 2. Wir spielen unsere Mission weiter. Wir müssen noch endlich mal durch sein. Das kann doch nicht mehr lange dauern. Jetzt haben wir, glaube ich, auf der Plattform gelandet. Auf War-Plattform. Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der 6. Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Bohrinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von Ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. Okay. Einen Gefangenen retten. Ist doch ganz easy, bitte. USS Chicago an DDS. Es kann losgehen. DDS-Hangar geflutet. Voller Druck. Einsatz beginnen. Transport von Team 1 unterwegs. Hotel 6 auf Kurs 019. USS Dallas setzt Team 2 ein. Treffpunkt beim Ziel. Hotel 6 bei 20 Metern Tiefe. Schalten wir sie zusammen aus. Warte auf Zeichen. Feinde erledigt, Sektion 1 Alpha. Rücke zu Sektion 2 vor. Roger, Hotel 6. Wachsam bleiben, Leute. Mach mal ein bisschen leiser. Der Sound ist ziemlich laut. Oh jo. Immer noch. Ciao und so, ich denke mal, das muss alles. Ups. Vorwärts. Sichtkontakt beim Geländer.
Feuererlaubnis erteilt. Schalldämpfer einsetzen. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Ja, weiter hinten. Rechts da ja das. Sprengladung an den Türrahmen. Wir greifen von beiden Seiten an. Das war einer. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Was ist wo? Sprengladung an den Türrahmen. Wir greifen von beiden Seiten an. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Hä? Team 1 wird stürmen. Alles in Ordnung. Geiseln in Sektion 2 Echo gesichert. Roger, Hotel 6. Team 2 wird sie sichern und evakuieren. Machen Sie oben weiter. Okay, ab nach oben. Kommando, wir rücken zu Deck 2 vor. Augen offen halten. Sektoren beobachten. Feindlicher Heli auf Patrouille. Aufpassen, Hotel 6. Roger. Feindlicher Heli. Verstecken. Okay, Bewegung. Hotel 6. Weitere Geiseln bei Ihrer Position. Verstanden. Ubici! Sicher. Kommando, alle Geiseln auf Deck 2 gesichert. Feindlicher Funk. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft, Sir. Nun zu Plan B. Wir deponieren hier C4. Los. C4 an. Schnell. Die Zeit rennt. C4 deponieren. Die Patrouille wird jeden Moment hier sein. C4 platziert, Sir. Erhöhte Position beziehen. Wenn Sie den Köder erreichen, schlagen wir zu. Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis Sie näher sind. Warten. Plan B, los. Kommando, hier Hotel 6. Wir sind aufgeflogen. Verstanden. Es müssten auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Sie müssen
den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Raketenstellungen kümmert. Over. Roger. Fordere Evakuierung bei Landezone Bravo an. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit die Marines schicken können. Bewegung. Go! Ziel und Bewegung! Hotel 6, Team 2 evakuiert die Geiseln von den unteren Decks. Sofort aufs Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern. Over. Verstanden. Wir arbeiten daran. Ende. Feindlicher Heli, runter, runter! Achso, auf der Kiste gekommen, womit ich eine Flammengranate werfe. Ziel neutralisiert! Aufteilen und die Gänge hier ausschwärmen. Bin leer geschossen. Auf Deckung! Ziel Roach! Kontakt! 3 Uhr! Bin unterwegs. Go, go, go!
Jetzt Rauch rein! Sie haben Thermal auf sich. Vom Rauch fernhalten. Ja. Dann. Feindaktivität registriert. Hab Ziel im Visier. Der Feind setzt Rauch ein. Wir haben Thermal auf sich. Vom Rauch fernhalten. Bin ich Munition? Ziel erledigt. Kontakt bei dir auf 1 Uhr. Kann ich ziehen, wie sehe ich dich? Nee. Rouge! Ziel auf 10 Uhr! Kämpf sie hoch! An alle Teams, die sind uns voraus. Sie haben Thermaloptik und können durch den Rauch sehen. Da ist ein Team hinter dem schwarzen Kissen. Ziel erfasst! Achtung, bei Ihrer Position befinden sich Geiseln und möglicherweise Sprengsätze. Over. Verstanden. Alle Teams Feuer einstellen. Wir wissen nicht, was hinter den Türen wartet. Das kann doch nicht sein. Okay, aber jetzt weiß ich zumindest, dass ich das Gewehr doch brauche, was ich nicht haben wollte. Ah. Wir haben Thermaloptik. Vom Rauch fernhalten. Ghost! Ziel auf 10 Uhr! Roger, ich sehe ihn! Ah! Nee. Nee. Ich holpere aber ziemlich oft an. Kacke. Ziel auf 1 Uhr! Mal einfach so, ne? Roger, erfasse Ziel! Sie setzen Rauch ein! Kontakt, noch rechts!
Schalt hier auf 8 Uhr. Brauch Deckung! Hey, wo schießt du hin? Ziel neutralisiert. Ach. Das war's. Raketenstellungen. Team auf Phase 2 der Operation vorbereiten. Ende. Hunter 2-2, hier Punisher. Bohrinsel gesichert. Alle Sprengstoffteams haben Landesfreigabe. Roger, Punisher. Hunter 2-2 hat verstanden. Punisher, hier Phoenix 1-1. 2F15 sind unterwegs zu Gran Quadrat 257-221. Herr, bitte Statusbericht. Phoenix 1-1, Punisher. Luftraum sicher. Wiederhole, Luftraum sicher. Unterwegs nach 240 und mehr durch den Zielgebiet. So, das war die Mission für heute. Punisher an alle Flüge bei Planquadrat 255202. Lokaler Luftraum ist gesichert. Wiederholt, lokaler Luftraum ist gesichert. Vorrücken zum Zielgebiet auf Route November 2. Punisher hier Hunter. Hunter 2-2 sichert die Raketenstellungen an der südwestlichen Ecke des Hauptdecks. Hunter 2-3 rückt zum Vorturmgebäude vor, um die Sprengsätze zu entschärfen. Punisher an alle Einsatzteams. Alle Raketenstellungen neutralisiert. Alle Raketenstellungen wurden neutralisiert. Luftraum wieder sicher. Ein bisschen hier rumschauen. Nice, nice, nice. Okay. So, das war die Mission für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Schauen wir uns mal das nächste Video an. Für nächste Woche. Die sechste Flotte räumt auf. Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte, dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. So, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.